Sehr geehrter Herr Deppe, was für eine peinliche Rede, was für eine peinliche Rede. Man merkte, dass Ihren Fraktionskollegen es Mühe haben, dabei entsprechend zu klatschen. Ich hatte eigentlich gedacht, ich mache einen konsensualen Einstieg. Weil gestern hat ja der Minister erklärt und auch der Ministerpräsident am Wochenende schon, dass das Sozialticket doch eine Perspektive hat. Aber wenn Sie so eine Rede vorlegen, Herr Deppe, wo sind Sie nach 5 Monaten Regierung? Das ist absolut peinlich. Das, was Sie uns am Ende unserer Regierungszeit vorgeworfen haben, da sind Sie schon nach 5 Monaten. Das merkt man an Ihrem Auftritt hier. Es gibt ja wenige Momente im politischen Leben, wo man wirklich fassungslos sitzt im Ausschuss. Und so war es in der letzten Woche im Verkehrsausschuss. Der Minister Wüst brachte den Einzelplan ein und sagte beiläufig, nuschelte so ein bisschen in den nicht vorhandenen Bart, dass das Sozialticket 2021 auslaufen würde. Und da auch mein SPD-Kollege es nicht ganz verstanden hatte, habe ich da mit einer Nachfrage den Minister doch gebeten, noch mal darzustellen, wie es denn mit dem Sozialticket aussieht. Und dass Sie mit schonungsloser Offenheit uns dann da erklärt haben, dass im nächsten Jahr die erste Kürzung einsetzt und 2020 gar nichts mehr finanziert wird. Und zwar nicht, und da, so gut die Rede der Kollegin Philipp eben war, es geht nicht um Haushaltskonsolidierung. Nein, es geht um ein Umswitchen im Haushalt. Das Geld soll in den Straßenbau investiert werden. Das war die Aussage des Ministers im Ausschuss. Es geht gar nicht darum, dass man Geld einsparen will. Aber letztlich setzen Sie natürlich auch nur das fort, liebe Kolleginnen von CDU und FDP, was Sie in der Oppositionszeit immer angekündigt haben. Nur da war es folgenlos. Da haben Sie immer das gesagt, das Sozialticket wird eingekürzt. Nur jetzt sind Sie in der Regierung und stellen fest, was entsprechend die Folge ist, wenn man eine solche Ankündigung auch umsetzt. Massenproteste in Nordrhein-Westfalen, unglaublich schlechte Presse, 50.000 Menschen, die eine Petition unterschrieben haben, Proteste, die es heute hier vom Landtag geben wird. Das ist die Folge Ihrer Politik und Ihrer Ankündigung aus der letzten Woche. So, natürlich kann man darüber reden, wie ein Ticket zukunftsfest gemacht werden wird. Es war ja nicht so, dass wir als Landesregierung damals gesagt haben, und da muss ich dem Kollegen Deppe auch widersprechen, die Linke haben Sie gesagt. Das mag sein, dass die Linke, ich kenne mich so gut mit Wahlprogrammen der Linken nicht aus, das auch 2010 im Wahlprogramm hatte. Es hatten insbesondere unsere Bündnis 90 die Grünen im Wahlprogramm und die SPD hat es entsprechend in Koalitionsverhandlungen mitgetragen. Wir sind der Urheber dieses Sozialtickets, das ist die politische Wahrheit. Das können Sie gerne bei der Linken abladen. So, und es war eine gemeinsame Vereinbarung von SPD und Grünen, die sich auch durchgetragen hat. Und wir haben auch die entsprechende Kritik der Verkehrsverbünde umgesetzt. Wir haben nämlich einmal in diesen Jahren auch das Sozialticket höher finanziert. Wir haben auch mal 10 Millionen draufgelegt. Natürlich kann man darüber diskutieren, ist das so in der Finanzierung zukunftsfähig aufgestellt. Ich fand ja die Bemerkung des Ministerpräsidenten, jetzt hören Sie mal zu, ich fand die Erklärung des Ministerpräsidenten höchst spannend am Wochenende, zu sagen, eigentlich müsste der Bund in den Regelsätzen einen solchen Mobilitätssatz drin haben. Das ist völlig richtig. Man fragt doch, wer ist seit 12 Jahren in der Bundesregierung und hätte das umsetzen können, wenn Sie mit einer solchen Forderung kommen? Bisher, lieber Herr Löttgen, nicht nur, dass Sie seit 12 Jahren in Berlin regieren, sondern man kann ja auch mal fragen, wir hatten jetzt ja wochenlange Sondierungsgespräche in Berlin. Ich habe den Ministerpräsidenten in der Öffentlichkeit nur wahrgenommen, dass er sich um die Zukunft der heimischen Braunkohle kümmert. Wo ist denn die Forderung gewesen, dass die Hartz-IV-Regelsätze umgestaltet werden und ein Mobilitätssatz eingeführt werden soll? Damit hätte Herr Laschet doch mal eher in die Öffentlichkeit gehen können und nicht erst an dieser Stelle, wo das Thema entsprechend verbrannt ist. Wir sind gespannt, wie sich das in den nächsten Wochen weiterentwickelt. Sie sind ja weiterhin in der Rolle, dort verhandeln zu können. Wir sind sehr gespannt, ob der Ministerpräsident das dort einbringen wird. Das hätte entsprechend unsere Unterstützung. Es wäre eine sinnvolle Finanzierung, über die Regelsätze zu gehen. Aber solange es eine solche Finanzierung nicht gibt, hat das Land, nein, es gibt sie eben nicht. Wir haben 27 Euro im Hartz-IV-Regelsatz und das ist eben nicht kostendeckend für ein Sozialticket. Deswegen müsste es angehoben werden. So, der zweite Punkt, die Frage der Offenlegung der Finanzierung bei den Verkehrsverbünden. Auch das ist kritisch angesprochen worden, jetzt im Laufe der Debatte.
Auch da hätten Sie unsere Unterstützung. Natürlich wäre es dringend Zeit, dass unsere nordrhein-westfälischen Verkehrsverbünde ihre Finanzierung komplett offenlegen. Das ist uns in den Gesprächen mit dem ÖPNV-Gesetz nicht gelungen. Und ich bin gespannt, wir haben ein Urteil in Karlsruhe jetzt vor 3 Wochen bekommen, was das Auskunftsrecht gegenüber Abgeordneten und Parlament bedeutet. Da wird die Bahn entsprechend ihre Bilanzen offenlegen müssen. Und ich bin gespannt, was das für unsere Verkehrsverbünde heißt. Sie haben uns auf unserer Seite, wenn die Bilanzen der Verkehrsverbünde auch transparenter und offener gestaltet werden sollen, sehr geehrte Damen und Herren. Aber all das ist doch nicht der Hintergrund der ganzen Debatte. Sie haben, und das hat Minister Wüst in ruhiger, trockener Offenheit im Ausschuss bekannt gegeben, Sie setzen Wahlversprechen um. Sie setzen das um, was Sie in der Oppositionszeit angekündigt haben. Da haben Sie gesagt, mit uns braucht es kein Sozialticket und es wird entsprechend eingekürzt. So, und jetzt wüsste ich ganz gerne vom Ministerpräsidenten, er hat angekündigt am Wochenende in der WAZ, er würde jetzt in den nächsten Wochen die Gespräche mit den Verbünden, mit den entsprechenden Verbänden, mit den Gewerkschaften führen. Wer führt denn die Gespräche? Hat der Minister Wüst noch das Heft des Handels in der Hand oder hat der Ministerpräsident es zur Chefsache gemacht? Auch das sollten Sie uns hier mal deutlich machen in der Debatte, meine Damen und Herren. Ich bin gespannt, was der Minister uns gleich zu sagen hat. Es ist die Chance, heute hier vom Hohen Haus vor vielen anwesenden Abgeordneten, vor der Öffentlichkeit, vor der Presse Farbe zu bekennen. Herr Minister Wüst, schaffen Sie Klarheit, was das Sozialticket angeht. Hunderttausende von Menschen in Nordrhein-Westfalen warten heute auf ein klares Signal. Und dabei geht es nicht nur darum, ob 5 Millionen im nächsten Jahr doch weiterfinanziert werden, wie Herr Deppe das eben angekündigt hat, sondern es geht um die Zukunft des Sozialtickets, es geht um die Weiterfinanzierung auch nach 2019. Da sind Sie gestern in Ihrer Pressemitteilung alles offen geblieben. Die Fragen, wie es mit dem Ticket weitergeht, stehen völlig im Raum. Sorgen Sie hier für Klarheit. Es ist Ihre Chance. Sie haben gleich das Wort. Berichten Sie uns, wie Ihre Pläne sind.